Netflix. No, Netflix. Ich möchte euch jetzt etwas erzählen. Ey, das ist True Story. Ich glaube, ihr werdet mir das nicht glauben, aber es ist wirklich wahr. Es ist Wahnsinn. Also gestern war ein schicksalhafter Tag für mich. Also, vielleicht erinnert euch an einen meiner Freunde, Maxim. Mit dem war ich auch zum Beispiel auf dem Miyagi-Konzert. Also einige von euch kennen ihn wahrscheinlich. Er wurde nämlich gestern Papa. Er bekam gestern seinen Sohn. Ich hatte gestern Geburtstag und habe meinen Geburtstag in einem Freizeitpark gefeiert. Und im Laufe des Tages bekomme ich von Maxim eine Nachricht: Yo, ich bin jetzt Papa geworden. Ich war glücklich, ich war froh, glücklich, so wow, du bist Papa. Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich ich war für ihn. So, und das Krasse dabei ist, sein Sohn kam gegen 10 Uhr zur Welt. Ich bin auch am 28. Mai geboren worden, auch gegen 10 Uhr. Ich schwör's euch, das ist Schicksal. Das ist crazy shit. Wir werden ab jetzt zweimal Geburtstag feiern müssen. Ey, Wahnsinn, Wahnsinn. Noch was richtig crazy ist. Ich war gestern in diesem Freizeitpark und habe einen Fan getroffen von Morgenstern. Und er hat mir erzählt, dass Morgenstern in Deutschland war, vor, ich glaube, ein oder zwei Wochen, irgendwie so. Und hat hier ein kleines Konzert gegeben. Auf so eine russischen Veranstaltung oder irgendwie so eine russische Feier. So. Das Witzige dabei ist, diese russische Feier kenne ich. Ich war schon mal auf diese, ich glaube vor 3 Jahren oder 2 Jahren war ich da. Da war ich auch mal eingeladen worden. Und nachdem wir uns unterhalten haben, ich und dieser junge Mann, hat er im Laufe des Gesprächs festgestellt, dass er eigentlich mich auch kannte aus YouTube. Und wir hatten echt ein geiles Gespräch. War wirklich sehr geil. Hat Spaß gemacht. Also der Tag gestern war sensationell. Es war ein richtig krasser Tag. Richtig coole Dinge sind gestern einfach passiert. Ich glaube, das war so mein Schicksaltag oder so. Ich weiß auch nicht. War echt genialer Day. Genialer Day. So. Und es gibt natürlich auch einen neuen Song von Morgenstern, der vor ungefähr 10 Tagen rausgekommen ist. Ihr habt ihn wahrscheinlich alle schon gehört, ich noch nicht. Ich würde ihn gerne einfach mal anhören, einfach mal anschauen, einfach aus dem Grunde, weil wir einfach das Gespräch gestern hatten über Morgenstern. Und ich bin mal einfach auf diesen Song gespannt. Ja? Let's go. Da sieht aber jemand nicht so ganz glücklich aus. der Typ ist hier bestimmt auf ein bisschen Nase. Morgenstern ist nicht glücklich, okay. Oha. Пойдет. Все мои друзья подонки, дьявол в ахуе с типов. Могут трахнуть тёлку, если тёлка. Все мои друзья подонки, дьявол в ахуе с типов. So, das ist doch. Okay. Ist das nicht thailändischer Dollar oder wie der heißt? Могу трахнуть тёлку, если тёлка не даёт. Я любил тебя так долго, охуеть я долбоёв. Только скрученная сотка календарь перевернёт. А мой охранник теперь охраняет меня от меня. Я полюбил шалаву, жизнь она дала себя. Грязные дела под самый чистый кокаин. И 4 шлюхи не было, мы взяли только 3. Пойдёт. Богу пойдёт. Also ich will nicht wissen, wo das Ding zuvor gewesen ist.
bevor das hier an das Fenster angebracht worden. Wahrscheinlich steckte das so in verschiedenen Löchern. Не буша лаву, если та меня не любит. Не трогай мою суку, слышь, она тебя погубит. Я намешал всего, теперь хочу ее везде. У нее есть муж, а я хуёвый человек. Они говорят, что у меня дела хуёво. Вы вообще свои дела видали, долбоёбы. Мне вчера на карточку упало пол лимона, а я хотел миллион, вот чёрт. А похуй, пойдёт, пойдёт. Похуй, пойдёт, пойдёт, пойдёт. Geil! Shit. Spider-Man! Ich höre das auch von den Russen. Spider-Man! Sehr geil, produziert wie immer von Palagin. Ich habe irgendwo mal gehört, da hat jemand mal gesagt, dass Morgenstern keinen Hype mehr hat, bla 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 bla. Also nach 10 Tagen 3,5 Millionen Aufrufe zu bekommen, also das ist kein Hype. Oh yes, also Hype läuft auf jeden Fall bei dem. Also alles in Ordnung, Morgenstern ist on Hype, on Level. Deshalb, ja. Yeah. Tschüss. Newschool-Schlampen sind auf Maniküre Looks. Haben mehr Farben auf den Fingern als auf Packung Fruity Loops. Gucci-Tiefe wie auf Fashion Week. Klamotten Second Deal. Sie tragen Bodybag im Wert eines Happy Meals. Durek, Bandana, Gang Clips, Montana. Cash, Money, Flow und G-Bands von Blendern. Deine Daytona ist leider fake. Deshalb kommst du zu all deinen Shootings zu spät.